Und zwar ist das meine neue Kamera, die DJI Osmo Pocket. Ihr hattet die sicherlich schon in ganz, ganz vielen Videos gesehen. Das ist die Kamera, die hat ein kleines Gimbal. Hier filmt ihr euch selbst. Guten Tag, Niklas. Die hat um die 300 Euro gekostet, ist einfach geil, so zum Beispiel zum Urlaub zu mitnehmen, dass man einfach so eine kleine Kamera mitnimmt, die trotzdem so ein Gimbal hat, damit man zum Beispiel Kamerafahrten machen kann. Ich nehme jetzt nur die mit in den Urlaub. Ist einfach geil, so eine kleine Kamera zu haben, so eine Zweitkamera vor allen Dingen, das habe ich mir ja schon länger mal gewünscht. Videodaten kann 4K, 60 FPS, aber ich benutze kein 4K. Und deswegen ist es für mich nicht ausschlaggebend. Ich nehme 1080p 60 FPS. Meine zweite Kamera bzw. meine Hauptkamera ist die Sony Alpha 5100. Ihr seht ja, ihr seht gerade alles aus deren Sicht. Und jetzt zu dem Mikrofon kommen, da habe ich noch ein kleines Problem, denn ich möchte nicht noch mehr Geld ausgeben. Muss es jetzt aber tun, weil ich brauche einen Audiorekorder. Diese Kamera und diese haben beide keinen Mikrofoneingang. Deshalb habe ich erstmal jetzt hier das Rode Video Micro. Das ist mein Vlog-Mikrofon, war es mal. Und jetzt brauche ich halt noch dieses Audiorekorder, damit ich den Ton damit aufnehmen kann, weil die beide, wie gesagt, keinen Mikrofoneingang haben. Ja, mein anderes Mikrofon, ich habe es gesucht. Ich trage es aber gerade. Und zwar ist es dieses hier. Ihr hört da ja die ganze Zeit den Ton raus. Das ist das Boya M1, ein relativ unbekanntes Mikrofon. Ist geil so für eigene Aufnahmen. So zwischendurch gehört eigentlich nicht zu meinem Kamera-Equipment, aber habe ich diese Powerbank. Und zwar ganz normal, ich weiß nicht, wie viel Ampere die hat. Ich glaube, die hat irgendwas um die 10.000, genau 10.000. Nutze ich dann, um Sachen mittendrin in Video-Sessions zum Beispiel aufzuladen, weil ich keinen zweiten Akku habe. Anfangs habe ich dieses Ding hier benutzt. Das ist auch ein Audiorekorder, aber ein ganz, ganz günstiger. Ich weiß gar nicht, irgendwo aus China her exportiert, übers Mittelmeer frankiert, bis hin zu mir. Brauche ich nicht, das hat so richtig hartes Hintergrundrauschen. Das lohnt sich nicht. Früher habe ich auch dieses Objektiv hier benutzt, aber das will ich jetzt auch verkaufen, weil das, ja, passt einfach nicht zu meiner Kamera. Dann hier ein Verlängerungskabel, das ist wichtig zum Beispiel, wenn ich irgendwo weiter weg bin und mit Mikrofon aufnehmen möchte. Kommen wir jetzt zu Stativen. Das ist so für kleinere Kameras wie eine GoPro, die ich, by the way, aus Kroatien irgendwie gekauft habe. Die ist jetzt nicht besonders gut, ich will mir noch mal eine richtige zulegen. Hier ist mein Riesenobjektiv, das ist für die großen Kameras und das ist auch etwas größer als das andere und das benutze ich dann halt so. Momo, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, hier sind meine Handyklemmen, noch weitere. Natürlich gibt es da die von Fabian. By the way, danke an dich. Und hier gibt es den Tripod, das ist was Besonderes. Hier kann man beispielsweise eine Kamera hochmachen und hier kommt dann das Mikrofon hoch. Ja, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich mir zulegen möchte. Und zwar ist es einmal ein neues Objektiv hierfür, ein Weitwinkelobjektiv. Ich vermisse das bei der Lekria so ein bisschen. Wie gesagt, das Weitwinkelobjektiv und dann noch ein Objektiv, so ein großes, wo man mehr reinzoomen kann für Bilder und Telezoom-Videos. Es gibt noch viele Sachen, die ich mir zulegen möchte. Ich bin aber zufrieden mit dem Equipment. Wenn das Audio-Teil jetzt dazu kommt, dann kann ich nämlich auch geile Audio haben. Die habe ich meistens in meinem Video nicht. Okay, aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin heute so in der Struggle-Phase, aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.